Nee, das ist voll zeitaufwendig. Die müssen jetzt so lange tanzen, bis die Schaltkreise quasi. Oder? Nee. Moment! Ey, das ist einfach wieder nur eine beschissene Steuerungssache. Wollen wir wetten? Moment, ich will was ausprobieren. Und wieso? Es fehlt jetzt die Musik völlig. Das ist doch schwachsinnig. Ach, dieses Game. Nee, doch nicht. Ich dachte mit Springen. Das heißt wirklich, dass du hast aber tolle Musik, Zeit. Pepper. Komm, ich hau dich. Bam. Oh, ist hier überhaupt nicht zeitaufwendig. Damit versucht man überhaupt nicht, das Spiel zu strecken oder so. Nein. Oh, wie würde ich da raufkommen? Na komm her, Steini. Oh, wie schnell. Ja, echt schnell. Komm her. Wo bist du denn? Ach, unterm Baum. Dieser Flugsaurier macht mich fertig, ey. Da kommt der erste Ballon runter. Den kann ich bestimmt auch fliegen. Oh, jetzt müssen wir jedes Mal hier abwarten, bis der sich ein Wolf getanzt hat und Pause macht, oder was? Ey, das ist echt. Genau, und jetzt komme ich nicht ran, weil er unter dem Wo ist er denn jetzt? Jetzt hängt er nicht im Baum fest. Gut, gut, gut. Ja, genau, geh unter den nächsten Baum. Ist eine super Sache. Wenn es nicht. Ich würde es ja lustig finden, wenn mich das nicht gerade so nerven würde. Dass ich das jetzt mache, bis ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Hatten die Roboter eine besondere Kennzeichnung, die ich sammeln muss? Also, dass die auch blau waren oder so? Ich weiß es nicht mehr. Dann würde ich mich nur auf die konzentrieren. Ja. Wahrscheinlich ihn. Ja, wahrscheinlich muss ich die sammeln, die irgendwie. Obwohl, ne, es sind ja mehr. Toller neuer Sound, Pepper! Ach ja. Eigentlich muss. So, von der Musik dreht ja nicht durch, oder was? Also, es wäre eine schöne Anlehnung gewesen an Mars Effect, wenn jetzt hier Schlager laufen würde. Aus dem Subwoofer oder aus dem Radio hier. Das wäre ziemlich lustig gewesen, aber die Chance hat man ja verpasst. Den hätte wahrscheinlich die Zielgruppe eh nicht verholen, doch, als Kind. Ja, doch, das ist schon, den Film ja als Kind gesehen, das ist schon. Alter, komm, ich will auch spielen. Hey, ich will auch spielen. Ich will auch spielen. Ach, ja. Dann halt nicht. Was hier? Kaninchen. Die sehen ja sogar mal recht normal aus. Cool. Voll süß, blaues Kaninchen. Ja, okay. Hier gibt es blaue Kaninchen, alles klar. Ich möchte die Steinbotte finden. Mit blöder Musik an Bord in meiner Hand. Und da ist immer noch der Flugsaurier, der macht mich echt fertig. Weil es doch gar keine Flugsaurier gibt. Und ich möchte den nächsten Steinbot finden. Und ich singe so schief. Ja, so schief vor mich rum. Ey, warum? Spielt man das nicht einfach über den. Warum kann man das nicht über das Radio senden? Das Signal und über die Radiostation und dass dann alle ihr Radio oder so aufdrehen und ich mit dem Auto rumfahren kann oder. Ja, das ist doch so. Blöd gemacht auch, so unlogisch. Na gut, es fängt schon mal mit der Unlogik an, dass ein Steinbrecher oder dass ein Verbrecher. Ach, ich meine jetzt echt. Diese schlechten Witze machen mich fertig auch. Na, sieht schon cool aus. Dass der anhand einer scharfen, mit einer scharfen Pizza. Gitter oder Schlösser aufknacken kann, das ist schon ein bisschen fragwürdig. Und dass ein 19-, 11-jähriger Junge da alles machen muss, ihn anfangen muss. Und der Rest kümmert es halt nicht. Die lamentieren rum, aber sobald juckt die das schon nicht mehr. Das ist ein bisschen. Ja. Wie soll ich das beschreiben?
Warum sind hier gleich zwei? Was? Ah, farbig. Sehr gut. Alles klar. Und zwei auf einmal dann noch. Das ist ja sehr nett. Ich stürze mich dann von der Brücke. Das Leben hat keinen Sinn mehr. Mama und Papa sind weg. Die Pizza ist nicht mehr da. Du bist gelber Kopf. Jo. Sehr schön. Lass uns den Steinbord tanzen. Tum, 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 tum. Ich muss mir echt überlegen, wie ich den Part hier schneide. Ey. Meine Herren. Das wird immer wieder mal längere, mal kürzere geben. Ich merke das schon. Ach ja. Jetzt darf ich ja alles zu Fuß abklappern, weil aus Fahrzeugen heraus funktioniert das ja alles nicht. Da kann ich ja weder eine Seite aufnehmen noch irgendwas. Das ist so schön. Und warum kann ich jetzt nicht mehr Pizza abwerfen? Warum ging das vorher? Achso, weil keine Pizza mehr da ist. Aber vorher hatte ich auch irgendwie unendlich Pizza in der Tasche. Also warum sollte es jetzt nicht mehr upsa, möglich sein? Lass mich mal raten, wo der letzte ist. Lasst mich einfach mal raten. Ich habe einfach mal eine Vermutung. Wenn sich das bewahrheitet, dann, ja. Und? Oh! Ich hatte Unrecht. Cool. Ich bin sogar mal zufrieden, dass ich Unrecht hatte. Hey, tot. Nein, doch nicht. Ist ja klar, Peppa ist wie Mario. Ist super Peppa. Fallschaden erst ab dem N64. Achso, Wasser macht dem nichts. Ist wasserdicht, wasserbeständig. Das hätte ich auch gern. Das. Ja, ist nett. Oh, wo ist denn jetzt der letzte? Ich bitte dich, dass hier auch keine Musik eingespielt wird jetzt in der Zeit. Das ist auch ein bisschen nee. Das ist ein bisschen nee. Und ganz viel noch nö. Hi, Superman. Tolle Anlage, Peppa! Klingt wirklich gut! Scheiß Stimme! Klingt voll ekelhaft! Wieso bleckt der Sound denn schon wieder? Ist ja nicht so, als würde ich das Meerrauschen nicht genießen. Ne, tue ich nicht. Aber wo ist denn jetzt der letzte Bot? Meine Fresse. Oh, ich hab das Ding nur kurz berührt. Komm schon! Flieg! Hoch. Wo ist der letzte? Helikopter ist das einzige Fahrzeug, Gefährt, was nützlich ist, weil es schnell ist. Der Rest ist ja alles viel zu langsam. Moment, ja, gut. Jetzt fahren wir hier wirklich nach einem Steinbotter. Ich fasse es ja nicht. Tief fliegen. Hä? Aber versteckt er sich denn? Ist er. Nee. Die Arschkrempe sich hier irgendwo versteckt. Ich schwöre bei wen auch immer. Bei Darwin. Hey, komm schon. Oh, macht dieses Spiel jetzt gerade Spaß? Nee, jetzt ist es wirklich mal vorbei mit lustig. Also das macht jetzt echt keinen Spaß. Wo ist er denn? Ich kann jetzt. Der ist hier nicht. Verarsch mich nicht. Oh, das streckt doch alles nur unnötig Zeit. Warum? Und warum fährt der Zug nicht? Ja gut, das ist die Bahn. Ey, Leute. Ich sag euch, das. Wo bist du denn? Moment. Moment. Nee, schade, ich dachte jetzt, der Effekt da mit dem Flatter wäre so implementiert. Was ist das denn? Eine Höhle. Kenne ich nicht. Erkundig.
Kannst du... Jetzt kann ich da nicht landen, wegen dem Dingens. Lass mich raten. Richtig. Dieser Flugsaurier macht mich fertig. Oh, cool. Ein Hubschrauber-Landeplatz. Direkt hinter meinem Haus. Was eine tolle Lage. Der Immobilienpreis war hoffentlich günstig, Peppe. Also, wieso ziehst du als Pizzaschlepper, als Pizzabote, als Essenslieferant, wieso ziehst du ja von zu Hause aus? Da kann man sich kein eigenes Haus leisten. Eine Bude, ein Zimmer, ja, aber doch kein eigenes Haus. Wenn der jetzt... Ach, hier komme ich gar nicht rein! Doch, oder, hä? Och, verarsch mich, Spiel! Ja, komm! Gib's mir! Fester! Jetzt renn da hoch! Mann! Das Leiden, die Leiden des jungen Fopsi. Jetzt kommt wieder der Depp, ist mir klar gewesen. Hätte mich jetzt wieder vor der Höhle abgesetzt, ey. Das wäre so geil gewesen. Ich hätte so gelacht, und. Wo ist dieser letzte Cleverbot? Nee, Leute. Hey, Pepper, was machen die Abenteuer? Frag lieber nicht. Hä? Ich meine jetzt erstmal zwischenspeichern. Leute, es macht so keinen Spaß. Schreibt doch einfach mal. Ja, Kommentare, ja. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, ob euch das Spiel überhaupt Spaß macht. Ob es euch überhaupt gefällt. Jetzt mal abgesehen von meinem miesen Kommentar, weil ich gerade ein bisschen genervt bin über dieses Spiel. Es fing gerade an, mir sogar halbwegs zu gefallen, weil es lustig wurde, weil es so schön absurd wurde. Das war einfach schon wieder so lustig. Das Spiel nimmt sich ja nicht ernst, das merkt man ja. Aber das ist jetzt einfach nur nervig. Wo ist der vierte? Den ich wahrscheinlich, den ich besiegen muss und... Hey. Nee, also, ja, erzähl ich mal einen Schwank aus meiner Jugend, würde ich sagen. Die Zeit haben wir ja jetzt. Willkommen bei Let's Play Minecraft. Wir erkunden jetzt nun mal die neue Insel hier. Hier habe ich schon ein bisschen was gebaut, ne? Also hier, das soll eine Polizeistation sein. Ich weiß nicht, ob man es so erkennt. Das Texture Pack ist jetzt, Police Advance Version 3.2. Ist leider noch für die 2.5 Beta, für die Minecraft 2.5. Noch erhältlich, also nur noch erhältlich, ist noch nicht gepatcht auf 3.1.1. Von daher seht's mir nach, wenn die Texturen noch nicht so ganz scharf aussehen. Ist jetzt auch nur ein 32x32 Texture Pack. Und ja, man sieht's ja hier an dem Gras zum Beispiel, oder an den Dirt-Blöcken hier, das ist schon ganz nett gemacht, so dass das nicht so stur Block gerade ist, sondern so ein paar Krampen hat. Das ist eigentlich eine ganz nette Bodentextur jetzt gemacht. Also, hier habe ich auch mal so einfach nur mal so auf Spaß was reingebaut. Man kann hier jetzt auch schräge Blöcke bauen. Das ist ganz nett. Ja, ansonsten. Hier eben noch. So ein Flugsaurier. Ist so ein, so ein Urzeit-Mob, Mod. Das ist eben Urzeitviecher spawnen und die kann ich dann auch, wenn ich sie gezähmt habe. Also den hier muss ich, den hier zähme ich mit Schwein. Dem, also ich kann auch T-Rex und Velociraptoren zähmen. Die muss ich dann mit Kühe füttern. Also ich muss so eine Kuh mitschleppen, so an Strick, und dann muss ich die zu dem führen und eben zum Fraß vorwerfen. Das ist dann eigentlich ganz locker. Von daher ist das immer kein Problem hier. Man muss halt nur genügend Kühe züchten. Ich glaube so frühestens ab 10 Kühe. Also man muss immer schon eine ganze Herde mitführen, bis die dann einem wohlgesonnen sind. Aber die halten dann auch die ganzen anderen Viecher fern. Sowas wie Creeper und Zombies, das fressen die einfach. Nur bei
Skelett muss man aufpassen, die schießen die dann einfach aus der Ferne ab. Also, da wurde die KI von den Mobs dann auch schon ein bisschen aufgebessert, muss man echt mal sagen. Also großer Respekt an Notch und seine Kuda. Das ist schon ganz nett gemacht, dass der das dann erkennt, obwohl das ist, glaube ich, einfach nur ein Mod implementiert. Das ist gar nicht Notch gemacht. Also dann, ja, Respekt an den Mod-Hersteller. Ja, ansonsten, Helikopter, ja, ein paar Fahrzeuge hier eingefügt, ist ja auch ganz nett. Dachte ich mir, vor allem jetzt so zum Überwinden ist halt immer ein bisschen blöd, wenn man hier im Creative-Modus rumfliegt. Das wirkt dann immer so ein bisschen, naja, weiß ich nicht. So mit dem Helikopter kommt das einfach besser, wenn man mal fliegt. Das wirkt einfach natürlich, ja. Ja, hier eine schöne Brücke aus verschiedenen Blöcken gebaut. Ach, die Wollblöcke, vor allem die neuen, die gefallen mir ja. Ist schon schön, ne? Ist schon schön. Hier eine Tankstelle mit einem Auto. Es hat was, es hat was. So ein kleines Krankenhaus. Nicht so ein kleines, ist ja auch nur eine kleine Insel. Und meine Hauptfahrt hier, dann ganz kleine Gefängnisinsel, Halbinsel. Ne, ist ja eine Insel. Ist ja nur eine Brücke rübergebaut, ja. Die natürlich aussieht. Meine Pizzeria, die ist. Moment, ich habe so einen ekelhaften Verdacht. Ich habe so gerade so einen ekelhaften Verdacht. Oh, Lande. Ein Landepunkt. Ja, vielleicht sollte ich noch ein paar mehr Landepunkte bauen. Das wäre vielleicht ganz gut. Da sollte ich mal dran denken. Ja, fick dich ins Knie. Ich habe gerade ihn bei der Pizzeria vermutet und er. Alter. Ich habe mir gesagt, ich breche keine Projekte ab, aber dieses Spiel ist echt manchmal zum Kotzen. Also das war jetzt echt ein unmotivierter Part von mir, ja, ich weiß. Na komm. Oh, mach hin, Bruder, danke. Oh, endlich. Und jetzt? Ey, wie laut diese Sounds aus sind, ich habe die schon ganz niedrig gestellt, das ist ekelhaft. Das nervt im Ohr voll. Nee, dann kommt der Typ wieder und schleppt mich weg von hier, der Pedo. Der kleine Pedo-Bär. Was ist ein Wenderadius auch? Ob ich auch ein paar Donuts damit machen kann? Wahrscheinlich nicht. Schöner Motor. Ach, wieso ist überhaupt keine Musik mehr hier? Achso, wegen dem Ding immer noch. Ah, ja. Das ist so lächerlich. Wo bist du jetzt? Ah! Nee, warst du nicht bei der anderen Brücke? Ja, gut. Ich mich umsonst aufgeregt. Oh. Hey, Pepper, was machen die Abenteuer? Hä? Du erzählst mir aber jetzt schon, wo ich hin muss. Gehen wir mal zurück zur Radiostation, das Radio wegbringen. Klingt ziemlich cool, Pepper. Ja, nee, was denn? Oh, Mann. Es ist so ekelhaft. Ah. Wo muss ich jetzt hin? Hallo? Hallo? Ah, nee. Ich speichere jetzt ab und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play oder lass was spielen. Lego Insel 2. Der Steinbrecher kehrt zurück. Das war es von mir. Ich bin's, euer Mr. Fopsy. Ich wünsche euch noch was. Spielt dieses Spiel. Oder spielt die Schlümpfe. Oder spielt was Gescheites. Solitär. Zum Beispiel. Ich verabschiede mich. Macht's gut, liebe Leute. Auf Wiedersehen. Bye.